Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, hier sehen wir ein Depot, das haben wir gestern gebaut. Ja, und ich war auf der Suche nach einem Depot. Und hier hinten, was haben wir da? Ein Depot. Das ist irgendwie typisch Heisenberg. Hätten wir natürlich auch nutzen können, ganz klar. Hier ein paar Gleise rausmachen, dann hier rein. Oder ein paar Gleise, ja doch, ein paar Gleise raus. Aus diesen Gleisen machen. Hier rein und dann hätten wir das Depot auch gehabt. Aber guck mal, jetzt haben wir hier ein weiteres Gebäude. Das finde ich so schlecht nicht. Was machen wir hier überhaupt? Wir kriegen hier Kunststoff. Und dieser Kunststoff, der soll hier rauf zur Warenfabrik, damit wir Waren herstellen können. Stahl kriegen sie schon. Können wir mal ganz schnell gucken. Jawohl, hier Stahl 156. Da kriegen sie sogar ordentlich. Er hat hier auch nochmal 26 Einheiten dabei. Sehr gut, also das klappt schon mal. Ich habe noch gesagt, wir hätten noch keine Maschinenfabrik. Das ist wahrscheinlich nicht richtig. Können wir auch schnell kontrollieren. Produkt. Maschinen. Ja, hier sehen wir es. Oberböser Maschinenfabrik, die produziert oder versendet hier tatsächlich. Okay, also Maschinenproduktion haben wir. Dann haben wir die Waren. Dann haben wir, glaube ich, dass wir alles herstellen. Kann das sein oder fehlt noch irgendwie was? Nee, eigentlich hätten wir dann alles, denke ich. Gut, dann lasst uns mal hier den Zug kaufen. Und dann steigen wir natürlich ein und fahren mit. Das muss nicht irgendwie ein Diesel sein oder so. Wir haben nirgends Öl im Spiel, also Ölbahnhöfe. Was nehmen wir denn da Schönes? Dann nehmen wir was Elektrisches. Ich möchte mal eher von hier oben was haben. Die AE47, das ist natürlich auch eine sehr schöne Lokomotive. Die macht 100 km/h. Ist das groß fremdes Gleis? Wenn das nicht fremdes Gleis wäre, oder wenn das, ja, wenn das eigenes Gleis ist zum Großteil, sagen wir so, dann könnte man das eigentlich machen. Was machen wir denn hier? Wir machen den hier, dann machen wir den hier. Das ist eigenes Gleis. Dann machen wir den hier, dann machen wir diesen, dann geht es da rein. Das ist doch eigentlich nahezu alles eigenes Gleis. Das haben wir alles frisch gebaut. Ja, dann nehmen wir die. Weil das ist eine sehr, sehr schöne Lokomotive, finde ich. Jetzt müsste ich sie nochmal finden. Kaufen, sind wir gleich wieder... Ja, wir sind gleich wieder hier. Kapazität... Kapazität vor allem bei der Lokomotive. Die Leistung 2,8. Ja, das ist okay. Hinzufügen, dann brauchen wir Cargowagen, die Kunststoff transportieren. Das hat man ja logischerweise noch nie, weil wir bis jetzt keinen Kunststoff hergestellt haben. Was haben wir für Wagen hier? Ja, das sind sehr schöne, aber irgendwie das ist für mich nicht das Typische, was man nutzt, um Kunststoff zu transportieren. Gedeckter Wagen. Ja, die sind zu langsam. Also dann doch zu langsam. Bei 65 möchte ich hier tatsächlich dann doch nicht haben. Die rollende Landstraße, die passt halt nicht. Wir transportieren Kunststoff und nicht irgendwie Fahrzeuge. Und vor allem, die sind, glaube ich, auch nur beladen, wenn wir dann tatsächlich Kunststoff haben. Wir werden Kunststoff kriegen, aber halt nicht in der Masse, dass die Wagen dann immer beladen wären. Die haben wir doch auch schon öfters mal. Komm, wir nehmen einfach den gedeckten Güterwagen. Und dann vielleicht noch so einen dazu. Wie schnell ist der? Ja, die sind gleich schnell. Aha, der wäre auch noch gleich schnell. Kommt, wir machen das folgendermaßen. Hier. Blödsinn, nicht kaufen. Hinzufügen, der Heisenberg. Moment, haben wir gleich. Die nochmal weg. So, einmal runter. Ja, machen wir mal 3, 4 Stück. Gedeckt, auch 120. Dass wir ein paar verschiedene haben. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Dann ist das nicht ein einheitlicher Zug. Sondern halt einer mit verschiedenen Wagen. 177 Meter. Ja, komm, nehmen wir nochmal so einen dazu. Dann haben wir 195, sind hier bei gut, das passt. Machen wir 3 Züge. Nicht 31, sondern 3. Weil das verkraftet die Linie, wenn das sowieso eigenes Gleis ist. Zuweisen. Haben die Linie schon benannt? Ich glaube schon, das wäre Karlsruhe Treibstoff. Ne, mit Sicherheit nicht. Es wäre Kunststoff, nicht, nicht Karlsruhe. Haben wir die schon benannt, die Linie? Es ist so ein fleischfarbenes Ding. Sonst müsste hier die Linie 1 doch sein. Oder habe ich die... Doch, ich habe die gemacht. Man sieht sie ja hier. Was ist das denn für eine Farbe? Hier, Kunststoff. Da haben wir es doch. Kunststoffwarenfabrik. Jawohl. Sehr schön. Dann wollen wir die schöne Lokomotive natürlich sehen. Und wir werden gleich mitfahren. Ist keine ewig weite Strecke, aber ja, ein paar Meter sind es dann doch. So, in die Richtung haben wir bessere Performance. Oh, das ist halt auch gleich wieder so eine Modelleisenbahn-Lokomotive. Ich weiß auch nicht. Nicht? Also irgendwie... Also das hat wieder ein extremes Modelleisenbahn-Feeling, finde ich, dieses Teil. Sehr schön. Ja, da haben wir auch eine schöne Lok genommen. Haben wir die schon auf der Anlage? Ich glaube nicht. Was wir mal machen, ist mal einsteigen. So, Cam funktioniert. Jawohl, die Hupe funktioniert auch. Und da sehen wir dieses schöne Teil. Da sehen wir die Texturen, die wir gesetzt haben. Sieht doch cool aus hier mit den Sonnenblumen.
Sehr schön. Hier haben wir ja noch ein paar andere Sachen gemacht. Genau hier unten haben wir, glaube ich, Lavendel oder was weiß der Kuckuck, was wir da noch genommen haben. Schön hier mit dieser, ja, mit diesem Industriemoloch, den wir hier noch gemacht haben. Gefällt mir sehr gut. Das macht halt schon gerade einiges aus. Jetzt sind wir da auf einer Brücke. Das heißt, die Cam bewegen wird wieder eher abenteuerlich. Aber wir sollten dann demnächst wieder auf festen Boden kommen, nämlich jetzt. Dann können wir mal schnell gucken, wie sieht das hier drin aus. Bescheiden eher. Aber ist okay. Immerhin, ja, ich nehme an, das ist das Gaspedal dort, das Rad. Keine Ahnung, bin ich Lokführer. Und dann begeben wir uns mal hier rauf. Und jetzt geht es doch auf eine interessante Strecke dahingehend. Wir haben da einiges an Kurven verbaut. Und Kringel drin und Sachen drin. Ja, da hinten der Blick nach Bismarck. Ja, guck mal, da ist was los. Ja, oh, auf der Brücke hier. Ja, jetzt gucken wir in die falsche Richtung. Da auf der Brücke ist gerade wirklich ein Treffen der Züge. Sehr schön. Hat dann wieder ein bisschen was von Köln, sogar mit diesen Stahlbogenbrücken. So, wir düsen jetzt mal in Richtung Warenfabrik. Und danach werden wir natürlich gucken, dass wir die Waren irgendwo hinkriegen. Falls ich jetzt schon geschrieben habe, von wegen heiße ich nun mach mal die Unilinie oder mach den langen Güterzug, kann ich auch nicht gelesen haben. Wie gesagt, ich nehme immer ein paar Folgen am Stück auf. Ich sage das wirklich bald in jeder Folge, damit ihr nicht irgendwie Kommentare schreibt und dann denkt, ich lese die nicht und mache ja nichts. Sondern sobald ich die gelesen habe und die wichtig sind, setze ich die tatsächlich auch um. Das seht ihr ja wahrscheinlich auch. Gut, einfach dies nochmal als Info. Tag Kollege, er ist nicht im Weg, da sind wir froh. Das heißt, mit den Signalen haben wir das hier halbwegs vernünftig hingekriegt. Jetzt würde ich den Zug gerne nochmal als Ganzes sehen. Ja, auch ein schönes Bild hier zwischen den Häusern durch. Eben von daher ist halt dieses Depot, wo es eigentlich obsolet ist, das hätten wir nicht gebraucht. Halt schon auch cool, ganz einfach, weil es natürlich nett aussieht. Sag mal, jetzt aber echt, aber das ist halt schon komplett Modelleisenbahn. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt sind wir in der Wand drin. Das hat schon sehr mit dieser Lokomotive zu tun, finde ich. Sehr, sehr cool. Gut, also einmal hier nochmal aufs Dach rauf. Nochmal ein bisschen runter, nochmal nach vorne. Genau, und dann nutzen wir das jetzt oder befahren wir das Ding jetzt so. Ja, da oben ist ordentlich Verkehr auf der Brücke. Und da hinten in der Stadt drin tatsächlich auch. Man merkt es halt leider dann tatsächlich auch ein bisschen der Performance an. Das ist halt also, das, ja, da muss halt dermaßen viel berechnet werden, ich sage es gerne immer wieder, dass man da halt dann halt irgendwann wirklich ein bisschen, ja, damit leben muss. Schön hier die Brücke, wie wir hier in die Brücke reinkommen. Genau, da habe ich ja noch überlegt, ob wir das überhaupt so machen sollen, wegen dem Geländermurks, den man hier hat. Aber man sieht, bei der Brücke ist es problemlos tatsächlich. Da vorne ist der Gotthard-Express, der fährt irgendwie, der fährt über die Bergstrecke nach, oh Gott, ich weiß nicht wohin, aber irgendwo nach da hinten, ins Tal rein, glaube ich. So, wir gehen wieder weg von der Brücke, kringeln uns hier runter. Könnte man eigentlich so nochmal schnell gucken. Ist fast cooler, finde ich, wie auf der Lokomotive, weil mir diese Lokomotive extrem gut gefällt. Mir fällt gerade auf, sie hat ein bisschen was von einem Krokodil ohne Schnabel. Kein Wunder, dass mir die gefällt. Also da wundere ich mich tatsächlich nicht groß. So, Brücke ist immer schwierig, ihr wisst's. Hat aber trotzdem geklappt halbwegs. Wir sitzen wieder vernünftig. Ja, weil hier noch die Kesselwagen, die unten durchzwitschern. Der kann sogar frei fahren. Sehr schön. Das ist schon. Ich liebe halt Brücken. Ja, das mit den Tunnels habe ich erklärt. Man sieht halt die Züge nicht. Und die Züge im Tunnel drin belassen die Performance trotzdem. Deswegen baue ich tatsächlich, wenn es nicht sein muss, keine Tunnel. Wir machen ja trotzdem welche. Aber Brücken, ich denke, wenn man die Map sich so ansieht, merkt man, dass ich durchaus ein kleiner Brückenfan bin. Hier, das haben wir auch gestern gebaut, hier mit dieser Straße. Gut, jetzt kommen wir, zumindest wenn wir dann mal noch Kunststoff mitbringen. Oh, wir bringen sogar, guck mal, 12 Kunststoff haben wir dabei. Oder 12 Kunststoffe. Kunststoffe, nee, das heißt schon Kunststoffe auf Hochdeutsch. Ich bin ja Schweizer, bei uns sagt man Plastik. Oder Kunststoff halt. Ja gut, also das haben wir. Da würde ich sagen, wir schauen mal, wo wir mit den Waren hin sollen. War das nicht? Nee, das war nicht die neue Stadt. Also Brise lang. Die brauchen keine Waren. Nee. Wie sind wir denn auf die Idee gekommen, Waren zu machen? Weil wir hier hinten, genau, weil wir die Chemiefabrik mal noch haben wollten. Wir brauchen Waren hier. In Bismarck. Ja, da könnte man diese Fake-Linie eigentlich. Moment. Fängt die hier hinten an? Ja, da können wir die Fake-Linie eigentlich kappen und einfach richtig machen. Sprich, dass wir hier mit diesen LKWs,
dorthin gehen, wo die hier die Waren brauchen. Wir gucken mal schnell, vielleicht sogar hier, dann können wir es so lassen. Cargo? Ne, hier brauchen sie tatsächlich was anderes. Das ist gerade ein bisschen doof. Wo sind die Waren? Wobei doof ist es nicht. Hier sind die Waren. Oh Gott, die brauchen 3 Kisten oder 4. Ja, dann machen wir hier den Haltepunkt und schicken die dahin. Ich hoffe, das sind alles LKWs, die Waren transportieren können. Das gucken wir dann nochmal schnell. Ich brauche Gebäude, Cargo. Ist das Cargo? Jawohl, Güter. Und dann brauche ich das Teil hier hinten. Machen wir mal das Gelbe und setzen das hier hin. Zack, okay. Dann brauche ich die Feglinie. Die werden wir natürlich dann noch umbenennen. Das wären die LKWs hier unten. Ne, das ist nicht... Hä? Das ist keiner von uns? Okay, da staune ich gerade ein bisschen. Der hier, Fake-LKW-Linie Bismarck. Okay, da bräuchten wir die Linie. Linie verwalten und das wäre dann nicht... Da haben wir noch einen Wegpunkt machen müssen, genau. Genau, damit er hier außen rum fährt. Den Wegpunkt können wir auch kappen. Dann fährt er wieder zurück. Das macht er sowieso nicht, weil wir jetzt nach da oben gehen. Die Danziger Straße muss raus. Und dann muss das hier rein. Jawohl, dann sehen wir, da fährt er auch ganz vernünftig. Jetzt machen wir hier noch, dass wir die Linie umbenennen. Das ist nicht Fake. Und das ist Bismarck. LKW Waren. So, dann haben wir das tatsächlich schon angeleiert. Dass die hier an die Waren kommen. Wobei eben nochmal schnell gucken wegen den Fahrzeugen. Bist du auch so einer? Uff, ich denke nicht, dass der Waren transportieren kann. Aber ist ja egal, dann haben wir da noch ein paar Fake-LKWs trotzdem drauf, weil ich bin überzeugt, wir haben da nicht noch Tankwagen. Wir können ja mal schnell gucken. Fahrzeug verwalten. Ja, hier haben wir nur Tankwagen. Gut, aber die lassen wir fahren. Wir haben ja aus der anderen Richtung, glaube ich, auch noch. Nee, haben wir nicht. Das sind die ganzen LKWs, die wir hier haben. Also da transportiert, glaube ich, keiner tatsächlich die Waren. Ja gut, dann werden wir halt noch Waren sozusagen, also wir werden zusätzliche LKWs machen. Schadet ja auch nicht. Hier, die Brücke, die verkraftet da noch einiges. Wo haben wir ein Straßendepot? Straßenverkehrsdepot, hier nicht. Ich dachte, hier hätten wir eins. Da ist ein Zugdepot. Das ist auch ein Zugdepot. Ja, irgendwo müssen wir ein Straßendepot haben, sonst hätte ich das nicht machen können. Ist das so weit weg? Seht ihr hier ein Depot? Ich stelle halt nochmal eins hin. Das ist eins, aber das funktioniert doch nicht. Oder funktioniert das? Also, dass das ein Straßendepot ist, sehe ich. Ja gut, wir können ja mal gucken. Kostet ja nichts. Kaufen. So, Transport, Waren. Beziehungsweise, nee, lass mich erstmal gucken. Was sind das für welche? Die können mit Sicherheit Rohöl transportieren. Müssten die sein. Ja, die können keine Waren transportieren. Aber wir lassen die trotzdem fahren. Das ist schön fürs Stadtbild. Und dann brauche ich aber jetzt LKWs, die... Was müssen sie transportieren können? Waren. So. Oh, aber das ist eh falsch. Ja, ihr habt natürlich völlig recht. Moment, Moment. Jetzt, wir sind völlig falsch. Weil hier unten kriegen wir keine Waren. Hier. Sondern hier ist ja der Kunststoff. Wenn wir nach Bismarck rein wollen, müssen wir das von hier aus machen. Können wir aber natürlich auch mit LKWs machen. Oder wie wäre es mit dem Zug? Würde dann eher nach da oben gehen. Nee, kommt, wir bleiben bei den LKWs. Aber da brauchen wir natürlich eine komplett andere Strecke. Und wir brauchen hier oben einen LKW-Port. Und dann nehmen wir aber trotzdem. Dann nehmen wir andere Fahrzeuge. Dann machen wir hier Folgendes. Ich werde das nochmal schnell ändern. Fake-LKW. Bismarck. Fake Bismarck LKW, genau, die Waren kommen noch weg und dann lassen wir die dort fahren, wo wir sie jetzt fahren lassen. Das ist einfach eine neue Haltestelle, das ist ja egal. So, einmal den hier. Da brauchen wir hier einen LKW-Port. Und zwar eins, wo wir eine... Ja komm, wir machen zwei. Zwei Lanes, two Lanes. Passt du hier daneben? Das wäre sehr schick, finde ich. Oh ja, passt daneben. Zack, einmal den. Sehr gut, eine Straßenverbindung. Jetzt haben wir noch ein Autosave. Eine Straßenverbindung sollten wir eigentlich haben, hierhin, denke ich. Können wir dann gleich nochmal gucken. Beziehungsweise, wir machen mal die Linie, dann sehen wir es ja. Kann ja eigentlich raus. Ich kann eigentlich die neue Linie, glaube ich, schon machen, obwohl da noch das Autosave drin hängt. Also von hier wäre das dann neu hier runter. Ja, klappt. Jetzt würde ich mal noch gerne sehen, wo das lang geht. Einmal hier, auch über die Brücke rüber. Sehr schön. Aha, dann macht sie hier die Biege.
Düsen nach hier hinten, Düsen hier lang, Bahnübergang lassen wir, hier rauf und dann hier hin. Und hier schnappen sie sich dann den Kunststoff. Jawohl. Beziehungsweise die Waren, sorry. Ja, weil Kunststoff kriegen wir hier doch schon. Ein bisschen was haben wir gekriegt. Das heißt, die ersten Waren müssten hier dann schon zu haben sein. Sollen wir hier noch ein Depot hinstellen? Was wir von hier ausgehen? Kommt, machen wir doch, weil das passt. Oder hier hinten, dass hier noch so ein Gebäude steht. Weil mir geht es wirklich jetzt nicht nur um die Depots jeweils, sondern ich finde die Gebäude halt schön. Ein Depot. Zum Beispiel. Was würde da hinten hinpassen? Ein Tramdepot, ja, das bringt uns herzlich wenig. Hier, das Moderne. Wenn wir dich drehen und dann da reinhängen, zack, dann funktioniert das bereits. Sehr schön, wieder ein weiteres Gebäude. Gut, jetzt brauche ich noch Fahrzeuge, LKWs, die Waren transportieren können. Das haben wir schon eingestellt. Dürfen gerne auch ein paar, ja, fettere sein, würde ich sagen. Das, was auch immer fettere heißt. Ja, hier unten. Kommt, wir nehmen die hier. Da haben wir so viele verschiedene. Da haben wir, glaube ich, noch nicht alle verwendet. Würde mich wundern, wenn. Feldschlösschen, hier noch mal ein bisschen. Ja, das dürfen viele sein, weil das ist dann für eine LKW-Strecke doch relativ lang. So, mach mal. Wäre dann nicht Karlsruhe Treibstoff, sondern die Linie 1. Die müssen wir noch benennen. Machen wir natürlich gleich. Kommt mal raus, dann kann ich hier die Linie benennen. Das wäre jetzt Bismarck. LKW, ihr ahnt es, Waren. So, stimmt das? Wobei, nee, ist doch wieder falsch. Was mache ich heute für Linien? Wir müssen nicht nach da. Das gibt's doch nicht. Wir müssen mit dem Kunststoff... Also wenn man mal einmal was mit Autos macht, dann habe ich ein Durcheinander. Das gibt's doch nicht. Aber ich merke es wesentlich selber. Wir kriegen dort keine Waren. Beziehungsweise wir können dort die Waren nicht abliefern, sondern die müssen wir hier in die Stadt bringen. Und zwar zu dem Haltepunkt, den wir hier haben. Und hier sind jetzt die anderen schon unterwegs. Oder hier unten haben wir einen. Ja, da steht schon einer. Also nochmal Linie verwalten. Das stimmt natürlich, aber was nicht stimmt, ist hier unten. Wie heißt das denn? Unter Bismarck. Das kann weg. So, wir wollen hier in die Stadt rein. Hier, zu diesem Teil. Jetzt passt's. Ahornweg. Gut, jetzt ist, ja, jetzt ist gebonkt. Dass die da auch an Waren rankommen. Jetzt würde ich gerne nochmal schnell schauen. Ja, jetzt haben wir hier natürlich eine Kumulierung der LKWs in rauen Massen. Aber auch ein schönes Bild. Das ist halt, ja doch, es ist schon auch Modelleisenbahn, finde ich. Es ist aber gleichzeitig halt auch die Verkehrsdecke. Also ganz klar. Kommen die hier klar? Dass das hier nicht Probleme gibt? Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Wir können ja mal noch ein, zwei Meter mitfahren. Ist eine neue Strecke. Mal noch hupen. Ja, klingt doch vernünftig. Den Führerstand kennen wir. Die LKWs haben wir schon mal benutzt. Die einmal über die Brücke rüber. Und dann geht's. Jetzt haben wir natürlich die Strecke sozusagen nicht nochmal kontrolliert, wo wir langfahren, weil ich ja vorher falsch war da hinten. Ist aber auch kein Drama. Das können wir so nutzen. Also egal, wo das durchgeht, wenn das mal ein bisschen langsamer ist oder so. Es sind so viele LKWs, also das funktioniert schon. Und so viele Waren kriegen wir da wahrscheinlich gar nicht raus. Zumindest jetzt zu Beginn noch nicht. Dann haben wir dort aber noch einen Bahnhof. Das heißt, wir machen gleich mit Zügen noch etwas. Wir gucken nochmal, wo müssen Waren hin. Und dann schauen wir, dass wir da eine Zugsverbindung hinkriegen. Können wir fahren oder geht es ja gleich runter? Nö, irgendwie flackert es gerade hier, die Ampel. Nö, da kommt keiner. Würde ich lassen. Ich würde hier keine Brücke machen. Hier darf auch gerne mal... Oh, guck mal hier die Züge. Hier darf auch gerne mal ein Bahnübergang sein. Das ist doch völlig okay. Jetzt geht es natürlich nicht rechts. Also geht es sowieso nicht. Geradeaus wäre eine Option. Aber ich habe gerade gesehen, wir fahren nach links. Weil jetzt geht es in die Stadt rein. Da vorne haben wir die Stahlbogenbrücken. Ja, jetzt geht es nach Bismarck rein. Und dort werden wir das Ganze dann abliefern. Sehr gut. Also, wir haben hier die Waren... Auch Karlsruhe braucht Waren. Hat Karlsruhe einen Güterbahnhof? Ihr habt auch mal ein paar Mal noch in die Kommentare geschrieben, wir haben noch ein paar Städte. Die haben gar keinen Güterbahnhof. Lindau gehört, glaube ich, auch noch dazu. Doch, hier unten hätten wir was. Aha, das geht hier hinten, das geht hier lang. Es ist halt, ja, es ist schon ein Güterbahnhof, aber der ist halt speziell tatsächlich für, ja, für Treibstoff wahrscheinlich. Wir haben hier sonst keinen Güterbahnhof. Die Frage ist ein bisschen, Karlsruhe ist natürlich jetzt auch schon ziemlich zugebaut.
wo wir hier noch einen Güterbahnhof haben könnten, wo wir den hinsetzen. Hier hinten würde ich nichts mehr machen. Vielleicht hier, dass wir hier einen Güterbahnhof haben. Wie kommen wir dann rüber? Ne, es ist eigentlich auch, das ist eigentlich auch was für die Straße, oder nicht? Also schon eher. Oder halt mit einer kleinen Lokomotive. Dass wir hier mit einer kleinen Lokomotive hier rüber gehen. Ja, wie kommen wir rüber? Das wird halt auch wieder mit der Brücke sein. Das heißt, wir müssen hier wieder einfädeln. Nee, würde ich lassen. Ich weiß auch nicht. Gefällt mir tatsächlich von der Idee her nicht. Straßen. Nochmal mit der Straße arbeiten. Allerdings, ich möchte halt auch Züge haben. Wir haben hier einen Bahnhof. Was haben wir denn hier hinten noch? Ja, Rorschach braucht gerade ausgerechnet keine Bahn. Lindau auch nicht. Lindau ist auch eine Stadt ohne Güterbahnhof. Müsste man auch nochmal gucken. Hamburg auch nicht. Haben wir noch eine Stadt, die Waren möchte? Sag mal. Hier, Hascherberg. Das ist dann eine weitere Strecke. Na, hier nochmal gucken. Hier hinten haben wir noch Obertiefenbach. Die brauchen auch Waren. Ja, ja, wir haben ein, zwei Städtchen haben wir. Oberböser ebenfalls. Möchten auch Waren haben. Emmerich auch. Hier auf dieser Seite. Ja, Heupelzen. Hier auf dieser Seite haben wir tatsächlich ein paar mehr. Und auch Brückenthal möchte tatsächlich Waren haben. Und Brückenthal hat er hier diesen speziellen Güterbahnhof hier oben. Ja, wo sind wir mit unserer Produktion da hinten? Das wäre doch eigentlich etwas, was man relativ easy machen könnte. Aber ich möchte tatsächlich zuerst jetzt hier gucken, dass wir nach Karlsruhe rein die Waren bringen. Ich sag mal, wir machen das nochmal mit LKWs. Weil mir ist schleierhaft, wie wir hier vernünftig irgendwie... Ja gut, wir könnten hier andocken. Dann hier rüber. Und dann haben wir gesagt, wäre hier der Bahnhof. Kommt, wir machen das mit einem schönen Zug, mit den alten, ja, wenn die das transportieren. Halt mit irgendwelchen alten Wagen. Ein Zug, der relativ langsam ist, der eigenes Gleis nutzt und meinetwegen Ausweichgleis hat und dann ja nur Gleis für sich sozusagen nutzt. Ich würde das gerne so haben. Das heißt, wir bauen hier den Güterbahnhof hin für Karlsruhe. Gebäude. Cargo. Würde ich den Kopfbahnhof tatsächlich wieder mal nehmen, oder? Sag mal, wir haben denn hier, achso, Treibstoff brauchen die noch. Das haben wir mit der Geschichte da unten gelöst. Werkzeuge werden die noch nicht haben, weil wie sollen die Werkzeuge hier hinkommen? Das heißt, wir brauchen hier schon ein, zwei Gleise. Dann machen wir doch ein, zwei Gleise. Machen wir mal vier, die Länge hier. Und setzen den mal hier oben hin. Wir könnten den noch slupen. Das war wahrscheinlich genau die falsche Richtung. Wir versuchen mal die hier. Ja, ist besser. Und dann nochmal ein bisschen drehen. Hier hin. Ja, so ist doch okay. Ein bisschen Höhe ist okay dort. Wie oft habe ich jetzt okay gesagt? Ich glaube ein paar Mal. Wir machen den hier hin. So, jetzt muss ich aber gucken, dass ich da mit der Straße irgendwie reinkomme. Gerne städtisch, warum auch nicht? Weil wir sind hier erhöht, aber das müsste, glaube ich, trotzdem gehen. Ja, guck mal, hängt dran. Sehr gut. Also, dann haben wir den Bahnhof. Jetzt, wie kommen wir nach da hinten? Irgendwie hier lang. Hier rum und dann hier in ein eigenes Gleis rein. Ja, und dann hier wieder raus. Und dann irgendwie dort irgendwie auch in ein eigenes Gleis rein. Oder halt teilweise dann mitnutzen. Ich guck mal schnell. Ja, wir haben jetzt natürlich genau den Effekt. Vier Gleise haben wir. Hier ist einer drin, hier ist einer drin. Wo kommen wir besser rein? Ja, wahrscheinlich schon in die Gleise. Ja, dass wir hier lang gehen und hier eine Kurve machen. Dann nutzen wir das halt für ein paar Meter mit. Das tut ja keinem weh, denke ich mal. Hast du Kunststoff dabei? Ja, 20 Einheiten. Mhm, funktioniert. Gut, also dann machen wir das hier irgendwie an die Brücke ran. Von hier hinten kommend. Wir schnappen uns ein Gleis. Haben wir von hier noch was? Nee. Nee, ich habe gerade überlegt, welche, auf welcher Seite wir sozusagen die Gleise machen. Und nicht mit 15 km/h. Nein. Nee, nee. Wenn, dann schon. Gut, wir können die langsam nehmen. Wenn wir ja einen bewusst langsamen Güterzug haben wollen. Ja, so kämen wir nicht ins Tunnel rein. Ich habe es gerade vorher nochmal vom Tunnel gehabt. Kommt, ihr bei uns ohne Tunnel. Zack, einmal so. Dann hier wieder zurückschwingen. Ja, dann haben wir keinen Tunnel. Finde ich gut. Dann irgendwie in die Richtung. Und da vorne wäre die Brücke. Jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir dort in die Brücke rein? Das werden wir rausfinden. Irgendwie. Oh, nö, 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 nö. Da möchte das Spiel schon wieder in den Tunnel rein. Muss ich ja nochmal einen Bogen machen. Ja, da kommen wir, glaube ich, nicht am Tunnel vorbei. Echt jetzt? Kann ich hier andocken? Das könnte ich.
Ja, irgendwie so mit dem, aber das ist halt dann alles mit Tunnel. Würde gehen. Und ich komme natürlich von hier jetzt da nicht ins Gleis, weil wir müssen es im Prinzip anders machen. Aber schon mit einem Gleis. Irgendwie so hier raus oder hier vorne. Irgendwie so. Und dann, was haben wir? Eine Steigung. Das ist okay. Dann kämen wir irgendwie am Tunnel vorbei, wenn wir Glück haben. Also so hier lang. Ja, komm, wir setzen uns mal zusammen und gucken. Gibt doch ein Tunnel. Das lässt sich nicht ändern. Ja, ist halt hier, hier geht's halt drauf. Also das geht nicht anders. Hier unten ist zu. Ich würde jetzt nicht hier in die, hier in dieses ganze Ding rein und hier nochmal irgendwie. Nee, würde ich nicht. Ich finde das besser, wenn wir hier oben direkt lang gehen. Ja, dann gehen wir hier in die Röhre rein. Hilft nichts. Beziehungsweise ist doch in Ordnung. Da machen wir, da machen wir. Es wäre gerade, das heißt, wir könnten eigentlich den hier mal wieder machen. Hätte ich gerne. Dann brauchen wir das zweite Gleis. Ja, das sogar auf der richtigen Seite. Und hier brauchen wir natürlich eine Weiche. Da gucke ich gleich, dass wir die Weiche machen. Weil was wir haben, das haben wir. Ja, wenn wir es hinkriegen, haben wir es. So geht's. Und dich kriege ich auch hier hin. Nee, geht wieder nicht. Geht nicht. Okay, Oldschool-Weiche. Einmal so. Dann passt das ebenfalls. Das Gleis müsste noch mit. Einmal so, dann einmal da vorne durch die Röhre durch. Irgendwie hier hin. Jawohl. Und dann nehme ich an, ich komme hier dran vorbei. Wobei, nee, wir haben leider gesagt, das machen wir eingleisig. Jetzt haben wir es halt doch zweigleisig. Dann können wir auch ein paar Züge nehmen. Das ist ja auch okay. Wobei, ich möchte über die Brücke hier nicht mit zwei Gleisen. Das war eigentlich die Grundidee. Wir machen das so, dass wir hier eine Weiche reingehen. Und die Brücke eingleisig bleibt. Also die bleibt natürlich nicht eingleisig, weil sie ist... Ja, ja, eh schon mehrgleisig. Aber für unsere Linie bleibt sie halt eingleisig. Mach mal. Jetzt rechnet es gerade wieder irgendwie. Fröhlich in der Gegend rum. Okay, machen wir nochmal. Hier verbinden. Jo, und dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Hier ist irgendwas im Weg. Ich gucke mal, wenn ich es von der anderen Seite her baue, wie es dann aussieht. Auch was im Weg. Ja, das ist das Brückengeländer. Das sieht aber irgendwie noch cooler aus. Das hat was von so einem Trafo-Dingsbums. Kriege ich das nicht ohne das Teil hin? Wir gehen wahrscheinlich zu spät ran. Ich mache das nochmal. Dass wir hier früher ans Gleis rangehen. Also hier mal erstmal so. Ja, dann haben wir dort nichts. Und jetzt? Na, nun mach mal ein Gleis. Ja, funktioniert. Okay, dann haben wir den weg. Ja, weil wir halt auf dem Festland sozusagen andocken und nicht auf Brückenhöhe. Gut, dann geht das hier rüber. Sagen wir mal bis hier hin und dann mit einer Kurve hier unten weg. Ne, wo wollten wir hin? Doch, irgendwie so. Und dann hier mit einem Bogen hier ins Gleis rein. Dann kommen wir hier oben rein. Das ist schon okay. Also Moment, jetzt muss ich aber nochmal überlegen. Was machen wir gerade? Jetzt war ich da schon wieder am Käse, weil wir haben dort unten nur den Kunststoff. Jetzt möchte ich schon wieder zum Kunststoff. Wie von einer magischen Schnur gezogen, baue ich jetzt wieder nach da unten. Gut, ja gut, das müssen wir nicht. Wir müssen nach da. Ist damit das, was wir jetzt gebaut haben, obsolet? Ich denke nicht. Wenn wir hier rausgehen, hier unten lang, dann kämen wir hier noch unten durch. Jawohl, das würde passen. Und könnten... Im Prinzip hier in die Gleise rein. Das ist ja die Linie, die führt uns darauf. Hier mit dem Kringel. Ja, also dann gehen wir hier rein. Das heißt, das, was wir gebaut haben, ist okay. Wir können hier nicht mitten durchs, durchs Dingens durch. Ich würde dann hier sogar wieder ins Zweigleisige rein. Also hier mal runter. Spiel. Da rechnet es wieder irgendwas. Moment. Einmal so. Kommen wir da weg? Ne, das ist das Geländer im Weg. Wir müssen hier vom Damm runter. Geht das? Ohne, dass da irgendwas im Weg ist? Ja, das geht. Okay. Ne, das war aber genau... Herr Heisenberg, das war genau falsch. Wir wollen ja nur weg. Das heißt, wir müssen mit dem Gleis hier nochmal ein paar Meter weiter. Dann sind wir auf dem Damm und jetzt kommen wir hier mit der Kurve, denke ich. Problemlos runter. Ja, und zwar auf dem Boden. Sollen wir hier noch ans Gleis ran? Das hätte noch was Nettes. Ja, kommt. Und dann dort aber halt natürlich weiter. Machen wir mal. So, schön, der Kollege hier, den haben wir ja heute sozusagen uns gegönnt. Und dann halt irgendwann wieder ins Zweigleisige rein.
Schon wieder ein Autosave. Ja, sind wir wieder auf der sicheren Seite. Ich hatte ja letztens wieder, dass es abgestürzt ist. Da war ich auch froh, dass ich einen Kollegen Autosave hatte. Und hätte die ganze Strecke nochmal neu bauen müssen. Wie ist es so? Ist eigentlich falsch. Wir wollen, was wollten wir? In die Gleise hier unten rein. Das wären die hier. Da könnten wir doch. Ja, da müssen wir hier irgendwie rüber. Dass wir hier vielleicht sogar eine Brücke haben, die rüber geht. Oder wir gehen hier in die Gleise rein. Hier unten, das sind unsere Gleise. Die Frage ist, geht das vom Gefälle her? Wenn wir es so machen. Wir müssen in die Richtung. Ja, das wird eher schwierig. Ich denke, das Andocken hier an die Brücke, das ist nicht, was wir brauchen können. Das funktioniert so nicht. Wir müssen hier viel früher runter. Also nochmal den hier. Und dann hier so. Und dann hier so dran vorbei, damit wir hier ein bisschen weiter unten sind. Das ist auch okay. Aber das ist fast zu weit unten. Ein bisschen rauf. Ist das okay so? Nee, da sind wir im Dingens drin. Interessant, dass das geht. Wir machen es mal so. Also hier in diesem Hügel drin sind wir verschwunden. Dann einmal die Kurve so. Und dann kommen wir da vorne doch rein. Schauen wir mal, beziehungsweise raus. Ja. Da ist doch die Krümmung wieder zu groß. Ja, Krümmung zu groß. Allerdings, da bin ich halt wieder der Meinung, das ist doch okay, das geht doch. Ich hätte es natürlich auch ein bisschen enger ziehen können, aber das kann man so bauen. Und das machen wir auch. Jetzt fehlt uns halt hier das zweite Gleis. Ich würde hier hinten wieder anfangen. Ja, dass wir hier rausgehen. Und dann brauche ich nur hier aber das Teil. Also die Seite. Ja, mit den Signalen müssen wir dann natürlich auch wieder gucken, ganz klar. Logisch, dass hier die Krümmung auch zu groß ist. War ja vorher schon. Irgendwie so. Und hier irgendwo vorm Damm die Weiche. Ja, dann ist einfach die Brücke eingleisig. Ich denke, damit können wir leben. So, wie ich einfach jedes Mal irgendwie zu dieser Kunststofffabrik wollte. Erst mit den LKWs. Dann mit den Zügen. So, jetzt klappt's. Jetzt haben wir die Strecke eigentlich fertig, weil von hier, das ist schon das richtige Gleis. Genau, das geht hier rauf. Das ist dann genau die Strecke, eben, die hier unser Zug nutzt. Hier mit der schönen, wie heißt das Teil? AE46, glaube ich. Es ist einfach wirklich ein wunderschöner Zug. Tatsächlich. Gut, wir sind eh eigentlich mit der Folge durch. Das heißt, wir haben die Linie eigentlich fertig. Wir müssen die noch einzeichnen. Wir müssen die Signale dann morgen noch schnell machen, dass die dann richtig sind. Und dann können wir hier hinten weiter einen Zug kaufen. Und dann haben wir tatsächlich den Warenbedarf für Karlsruhe dann auch gedeckt. Hier ist unsere Einfädelung. Eben, da fehlen noch die Signale. Gut, liebe Freunde, dann danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Ich suche ein schönes Bild. Ja, hier, das ist doch ein schönes Bild. In die Richtung machen wir das so. Oh ja, das ist doch... Oh ja, da kommt noch einer. Wunderschön. Danke fürs Zusehen, liebe Freunde. Bis auch nicht morgen. Macht's gut. Tschüss.